Madam Bam, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge von Dark Souls 3. So, da wir in der letzten Folge hart versagt haben, würde ich mal den Vorschlag machen, wir versuchen das jetzt noch einmal. Und wenn ich es jetzt nicht schaffen sollte, werde ich das Video schneiden und dann sehen wir uns einfach wieder, wenn wir den Typen gekillt haben. Ja, damit ihr nicht irgendwie 10.000 Folgen lang das gleiche Ding seht. Also ich versuche das jetzt noch einmal, wenn wir es nicht schaffen, dann weiß Bescheid. So, erst nochmal hier Sachen snacken und ab geht's. Fuck. Komm schon. Nein, 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 du sollst ausweichen, Typ. Okay. Nicht runterfallen. Oh Gott, war das knapp. Leck die Ziege, war das knapp. Oh, war knapp. Alter Schwede. Nein! Hau drauf! Komm schon! Oh oh. Na, dranbleiben. Oh fuck. Nicht gierig werden! Nicht gierig werden! Nein! Nein! Er hat mich gekillt! Oh nein! Oh nee! Verdammt! Oh, es war so knapp, Freunde! Es war so knapp! Oh fuck, ey! Scheiße! Ja, gut! Ja, scheiße. Aber wir sehen, Dual Wield bringt bei dem Kollegen mehr. Wegen wir das machen. So, aber wie versprochen, ne, werden wir uns gleich wiedersehen. Ich sagte mal, bis gleich. Ja, Leute! Ja, wir haben es geschafft! Alter Schwede! Puh! Das musste man jetzt erstmal auf sich sacken lassen! So. Wir haben. Boah, erstmal das Feuer anmachen. Erstmal das Feuer anmachen. Also ich muss ungelogen, das war der dritte Versuch danach. Ja, das war echt der... Oder der zweite? Nee, das war der dritte Versuch danach. Aber, boah, Freunde, ne? Boah, war das gut. Oh, war das schön, ey. Aber jetzt gucken wir erstmal hier... Ging das nochmal hier so und Inventar. So. Da. Was kann das denn so?
Ausrüstung, genau, da geht das. Zweite Hand. Okay. Da habe ich noch nicht so ganz durchgeblickt. Wieder jetzt hier ins Inventar und Auswahl ablegen. Auswahl löschen. Nee. In Schreien Leuchtfeuer stoßen, um Riesen zu ermöglichen. Reisen zu ermöglichen. Ach so, das war einfach nur das Schwert, dass ich jetzt hier Feuer an. Dass ich jetzt hier Feuer anmachen kann. Ach so, sag mir das doch einer. Erstmal jetzt hier die alten Seelen nämlich wiederholen. Ja. Boah, Leute, der Kampf war echt schon knackig für den ersten Gegner, muss ich sagen. Ich hoffe mal, ich habe jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Aber ich muss sagen, Dual Wield hat bei dem Kollegen echt was gebracht. Der war sehr, sehr langsam. Oh, was gibt's? Oh, das Spiel versucht dich überall zu töten. Deswegen müssen wir erstmal jetzt hier vorher abchecken. Wird hier Menü öffnen. Gerades Bruchschwert, okay. Inventar. Wo steht denn der Schaden, der das macht? Angriffskraft. Physisch. 70. Nee. Keine guten Werte. Belastung 28. Oh. FP-Kosten. Gewicht. Oh, das ist aber natürlich hier schwerer, die beiden Kollegen hier. Na gut, egal. Bleiben wir erstmal bei denen. Und natürlich in jeder Ecke. Guck mal, da unten leuchtet uns doch schon was an. Das sieht auch wieder. Das sieht auch fett aus. Warte mal. So, und. Bam. Gemeistert. Ich höre doch schon wieder hier ein. Da sitzen sie. Da war Klippkes. Warum habe ich da jetzt oben... Oh, hoppla, Verzeihung. Da oben das Ding so in Flammen. Kann mir das mal einer verraten? Kann ich vielleicht schon skillen? Status. Da. Stufe 8. Seelen so viel. Benötigte Seelen so... Ich möchte gerne einen Stufenaufstieg haben. Benötigte Seelen 793. Habe ich. Wechseln, einfach Hilfe. Hm. Geht hier? Nachricht. Haben wir eine Nachricht? Nö, auch nicht. Aha. Du kleiner Stinker, dich habe ich ja wohl gesehen. Jetzt. Oh. Na gut, war es jetzt nicht so elegant, wie ich dachte, aber hat geklappt, ohne Schaden zu nehmen. Hey. Okay, der hat anscheinend auch schon keinen Bock mehr. Aber seht ihr, ich glühe so komisch. Wieso auch immer. Heimatknochen. Oh, was ist das denn? Heimatknochen. Was ist das? Zum Leuchtfeuer oder Schrein der letzten Rast zurückkehren. Geil. Verliere Seelen und kehre zum Leuchtfeuer zurück. Finstersymbol. Ah, okay. Du Schwarzer, leb wohl, Christ. Tschüss. ja, jetzt ist halt das Problem. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, wann ich hier aufgenommen habe. Ich mache einfach jetzt mal bis 25 und ich denke mal dann 5 Minuten. Na, keine Ahnung. Egal, ich mache das schon. Wenn ich habe, dann einfach eine längere Folge. Phantom verbannen, in eigene Welt zurückkehren. Ah, okay. Stellt die Verbindung zu anderen Welten her. Nice. Okay, da kann ich Seelen erhalten dadurch. Das verwahre ich mir erstmal, weil momentan kann ich ja eh mit unseren Seelen noch nichts anfangen. So.
Ich glaube, das hier, die Festung da oder den Kirchturm, den habe ich schon in einem Vorstellungsvideo von dem Spiel gesehen, wo Redakteure das Spiel testen konnten. Zack. Da rolle ich mir erstmal einen drauf. Und ich weiß, glaube ich, noch, dass links rum irgendwas Lustiges war, wenn die das nicht noch geändert haben im Spiel. Ich gehe jetzt erstmal rechts rum und gucke, ob da noch was liegt. Das würde mich mal interessieren. Alter Junge! Tschüss. Alter Schwede. Hab ich jetzt einen Schreck gekriegt. Glut. Was kann Glut? Erstmal erst durchlesen. Glut. Titanitscherbe. Was kann das denn? Glut. Was kann Glut? Glut. Erhält Stärke der Flamme. Steigert TP bis zum Tod. Oh, das können wir also für Bosse benutzen. Mhm. Was kannst du? Verstärken Waffe plus 3. Okay, alles klar. Das Spiel hat gespeichert, Junge. Das habe ich genau gesehen, Spiel. Das habe ich genau gesehen. Meine Haare sind leider heute mal so überhaupt nichts geworden. So normalerweise werden die mal gut noch so höher. Aber egal, ich kam vom Training in der Dusche und jetzt hier für euch. Live und in Farbe. Ja, in Dark Souls sollte man alles absuchen. Man kann immer irgendwo versteckte Sachen finden, die ziemlich cool sind. Da ist einer gestorben. Da sind mehrere gestorben. Aha. Hab ich's doch gerochen. Oh oh. Oh, die Dinger haben Haltbarkeit, meine Waffen. Interessant. Wie rüste ich hier nach? Wäre mal interessant zu wissen. Nochmal Glut. Oh, meine Nase juckt. Wie? Was haben wir hier noch? Seht ihr das? Nein, man sollte überall gucken. Noch ein Heimatknochen. Boah, meine Nase juckt. Was ist denn jetzt los hier, du? So. Ein Edelein-Sun. Ach du Scheiße! Boah, war das knapp. Hätten wir fast einen Abgang gemacht. Ich habe Angst, ehrlich gesagt, weiterzugehen, weil ich genau weiß, dass wenn ich... Wurden sie die gestorben? Oh, hier ist ja noch was. Ost-West-Schild. Oh, jetzt wird interessant. Inventar. Nee, gar nicht wahr. Ausrüstung. Robustheit 60. Der Schaden ist ja egal. Abwehrverminderung. Oh, Magie. Hohe Abwehr. Feuer, Blitz und hast du nicht gesehen. Attributsbonus D. Haltung. Ich stelle einfach Gewicht, der ist leichter. 46. Dunkelheit physisch. Abwehr ist aber leider nicht so gut. Obwohl, das geht eigentlich voll klar. Wir ziehen jetzt mal an. Ja, okay. Geht schneller. Ah, da ist der Penner nämlich. Ich habe ihn gesehen. Ich habe schon hier... Das habe ich nicht auch in dem Redaktionsvideo gesehen. Der ist ziemlich stark. Ich glaube, den sollen wir auch noch gar nicht machen. Da kommt der Penner nämlich schon. Da seht ihr, wir machen ihm gar keinen Schaden. Jopp, das war's.
Das war es. Deswegen werde ich jetzt einfach nur die Seelen wiederholen und dann werden wir uns auch schon auf den Hauptweg wieder begeben. Da werden wir auf jeden Fall später noch zurückkehren. Hoffentlich weiß ich das dann noch. Okay, gut, die Sachen muss man wenigstens nicht mehr einsammeln. Aber die Gegner sind ja wieder da, ne? Das wissen wir noch aus dem vorherigen Video. Oh. Oh, 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 oh. Ja. Das war ein bisschen übereifrig, Sebastian. Sterben darfst du nämlich nicht, sonst sind deine ganzen schönen Seelen nämlich weg. Heilige Klerikerglocke, okay, cool. Ich hole mir jetzt auch erstmal meine Seelen wieder, bevor wir die jetzt hier wieder machen. Da oben waren zwei. Ja, da ist es nämlich schon. Der bewacht da nämlich hinten irgendwas. Da muss irgendwas Cooles sein. Bleib da hinten. Ich tue dir nichts. Aber euch tue ich was. Flupp. So. Alles klar. Wir haben den Boss geplättet. Wir haben, ja, ein bisschen was vom neuen Gebiet gesehen. Und wir haben Scheiße gebaut jetzt auch noch. Das ist gut. Ja, ich hoffe mal, euch hat's gefallen. Wie gesagt, Erfolgserlebnis haben wir heute auf jeden Fall gehabt. In der nächsten Folge... Oha, das sieht schon krass aus, so ein blutverschmierter Altar. Bewegen wir uns da rein. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.